um mich da dann einfach mal ein bisschen hoch zu heilen. Die hier sind eigentlich noch wichtiger, dass ich das mache, um dann einfach direkt wieder zurückzulaufen. Bingo. Oh nein. Macht nichts, habe ich überlebt. Ich weiß es nicht. Kein Problem. Ich weiß es nicht. Problematisch ist jetzt nur, hehe. Oh, es sind noch zwei Kisten. Ja, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. So, was sehen wir jetzt da drüben? Ach, das ist noch eine Insel. Ja, und da sind... Oh ja, und die greifen dann eben auch richtig an. Mhm. Wer bist du? Waffenmeister. Ethel oder so. Wer ist denn hier drin? Hallo. Ja, wer ist denn hier? Falagar, der Tormeister. Tormeister sind eigentlich, glaube ich, die, die tatsächlich Stadtportal als Zauberspruch casten können. Und Stadtportal, damit kann man sich in eine der beliebigen, in die meisten Städte teleportieren. Teufel. Ich habe einige Teufel auf meinen Reisen gesehen und sie sind ein grässlicher Anblick. Ich musste einige Leute vor ihren Angriffen retten und ich war überrascht, wie koordiniert und geschickt sie kämpfen. Sie müssen ein erstklassiges Training genossen haben. Mhm. Ratschlag. Hallo, mein Schüler. Aha, er kennt uns also noch. Ich fürchte, ich kann dir nichts weiter beibringen. Deine Erfahrungen müssen dich von jetzt an leiten. Ich weiß nicht mehr als du über die Teufel, die Sweetwater zerstört haben. Aber ich weiß, wen du fragen musst. Das Orakel in Freehaven wird wissen, wie wir diese Teufel wieder aus Enroth vertreiben können. Leider brauchst du dafür die Zustimmung der 6 Ratsmitglieder, der Repräsentanten der Fürsten von Enroth. Tue, was immer nötig ist, um mit dem Orakel in Freehaven zu reden und die Teufel zu vertreiben. Genau, und darum geht es nämlich auch, das ganze Spiel, zumindest am Anfang. Ratsmissionen. So, Moment. Oh, oh. Naja, macht nichts, dann sind sie halt ein bisschen K.O., ne? Ha, was macht's? Nom nom. Ich weiß nicht. Ja, Moment, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich heile sie hoch. Ich bin jetzt ein bisschen arschig, aber wir machen das jetzt einfach so. So, nom nom. Du heißt dich noch mal. Und, lass mal das so. So. Ah, jetzt hat sie gar keine Mana-Punkte mehr. Jetzt versuche ich einfach, sie wenigstens lebend. Obwohl die Das ist vielleicht gar nicht so schlau. Ich wollte schon sagen, sie lebend da durchzubringen. Aber wenn die anderen natürlich jetzt dabei verrecken, dann muss ich die teuer wiederbeleben. Das ist nicht gut. Weil die hier hat minus 5, die haben minus 12. Da sind sie halt einfach schon platt. Gut, dann muss ich wohl einfach nochmal... Moment mal, lohnt es sich hier ein paar... Naja. Ein paar Wurzelchen mitzunehmen. Ja, und da werde ich dann einfach gleich nochmal hinkommen müssen. Ich werde jetzt einfach... Moment, was mache ich? Noch geschickter wäre es eigentlich, wenn ich einfach hier halte, sage, safen, wupp, okay, oh, macht nichts, nein. Interessiert mich nicht. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht, was weißt du überhaupt? So, erstmal alle wieder reviven sozusagen, schwupp, alles Paletti, yo, was geht? Da sind sie wieder. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir die erste... Ja, wir haben das schon ziemlich gut ausgeräumt. Da oben war der größte Goblin-Knäuel. Hier unten die ganzen Magier. Die paar Goblin-Trüppchen hier unten und an der Burg. Hier oben die beiden, die drei. Ja, gut, warum die... Ich verstehe auch nicht... Das macht für mich auch rollenspielmäßig keinen Sinn. Eigentlich ist das ein Dorf mit NPCs drin, mit Leuten drin. Und was machen die Goblins? Die stehen drumherum, ja. Und auch wenn die Goblins mitten in die Stadt rennen, die Typen stehen das rum und... Wie Nine Gag sagen würde, and no one bats an eye. Ja, also keinen interessiert's. Also, da hinten sind auf jeden Fall noch ein paar Gegner. Und da müssen wir auch hin. Das wäre eigentlich der nächste Anlaufpunkt, es sei denn, wir gehen zuerst da rein. Gute Frage. Das hier ist insgesamt kürzer, aber die Gegner sind nicht unbedingt leichter. Es kommt drauf an, wie man es macht. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir? Oh. Also auf Level 3 käme ich nicht... Ich würde gerne auf Level 3 kommen. Ja. Es gibt übrigens noch Schreine, die man besuchen kann. Und wenn man einen Schrein besucht, kriegt man, wenn der entsprechende Monat gerade ist, dann bekommt man einen Bonus auf seine, permanenten Bonus auf seine Sachen, zum Beispiel hier Widerstände oder auf die Sachen hier. Ich weiß zufällig aus dem Kopf noch,
dass der Februar der Schrein, der Monat des Intellektschreins ist. Und der Intellektschrein ist in Mist. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das auf die Kette kriege. Moment, wie geht denn das? Hier? Oh, es ist schon der vierte. Also das ist auf jeden Fall so. Ich müsste bis zum Februar einmal in Burg Iron Fist gewesen sein, um den Seher zu sehen, der mir das überhaupt erst sagt. Ich glaube, der muss mir das vorher sagen. Und dann muss ich nach Mist reisen. Oh, hat sich ausgelutscht an der Quelle. Na gut. Übrigens, was ihr vielleicht... Also, ihr habt es nicht gesehen, weil das Video nicht aufgenommen wird. Aber, wenn ich sterbe, dann kommt so ein Bild von wegen, oh ja, und du bist tot. Und dann werde ich hier wieder hingeworfen direkt nach Neusorpigal. Mit einem Lebenspunkt. Und dann verliere ich aber all mein Gold. Deswegen, dafür ist die Bank da. Dass man hier sein Gold abladen kann. Und selbst wenn man stirbt, dann ist es nicht weiter wild. Ich will mal gerade was gucken. Es gibt nämlich einen bestimmten NPC, einen bestimmten Beruf, möchte ich sagen, der mich dann doch ziemlich interessiert. Zaubermeister und Mystiker. Perfekt, das sind die beiden. Also zum einen, Händler wäre schon mal nicht schlecht. Denn dadurch kann ich natürlich wesentlich Sachen wesentlich besser kaufen und verkaufen. Die beiden hier, Zaubermeister und Mystiker, die möchte ich mir auf lange Sicht auf jeden Fall holen. Oh, hallo! Denn ich kann deinen Zauberspruchfähigkeiten ziemlichen magischen Nachschub geben und dir so deine magische Last erleichtern. Es kostet dich für den Anfang 1000 Gold und 10% des Goldes, das wir finden. Für alle Charaktere 3 Punkte Bonus auf alle Zauberspruchfähigkeiten. Das würde bedeuten, selbst wenn ich hier auf 1 bin, habe ich dann alles quasi schon auf Level 4. Das ist natürlich schön. Allerdings ist mir das für den Anfang... Ja, es geht eigentlich relativ teuer. Ich weiß es gar nicht. Hätte ich denn davon was? Der Fähigkeit... Nö, das erhöht nur die Geschwindigkeit. Hier, das ist komplett unabhängig davon. Ich glaube, auch bei den anderen ist es ähnlich. Ja, das sind nämlich alles Zaubersprüche, die unabhängig von... desto schneller erholst du dich vom Kältestrahl. Ja, die machen keinen Schaden basierend auf der Fähigkeitenlevel. Und das ist so eine Sache. Dementsprechend würde es mir noch gar nicht so viel bringen. Außer natürlich, ich würde mir jetzt hier oben... Ich gehe mal hin. Ach, was ich übrigens vergessen habe. Ich muss da drüben nochmal reingucken. Ich müsste nämlich... Geschlossen. Yes. Oh. Es ist 7 PM. Na gut, das heißt, es wird nichts. Ja, das ist also jetzt die Sache dabei. Ich glaube auch, ich muss die Folge einfach mal manuell cutten, weil das Gerät mir irgendwie gar nicht gesagt hat, dass die Folge vorbei ist. Das finde ich nicht schön, weil, wie ihr vielleicht schon mal gemerkt habt, ich habe mir keinen Wecker oder irgendwas gestellt, sondern das Gerät zählt im Hintergrund immer mit. Aber das macht es scheinbar nicht immer. Also mache ich hier einfach mal manuell einen Cut, dann überlege ich mir, wo es weitergeht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. So, Leute. Es geht weiter. Und zwar werde ich jetzt Folgendes tun. Da ich mich nicht mehr heilen kann, werde ich einfach... Hallo, komm herein. ...sagen, Zimmer für 3 Gold mieten. Frohen Aufenthalt. Frohen Aufenthalt. So, damit ist dieser Tag nämlich gelaufen. Es ist jetzt der 5., der Freitag. Ja, und zwar müsste ich jetzt... Moment mal. Ich habe mir überlegt, ich werde erstmal nach hier oben gehen, dann noch ein bisschen aufräumen. Und danach eventuell einfach nach Mist fahren. Es gibt nämlich die beiden Dungeons hier, wo ich rein könnte, aber Mist wäre insgesamt noch leichter als die Dungeons. Und das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, und dann muss ich was... Wo muss ich hin? Nach hier. Okay, Full Speed. Ui. Wo ist denn das? Hier, da. Ah ja, genau. Und hier kommt auch noch gleich... Halt! Ah, haha. Ich wollte auch nochmal nach hier oben. Geistes, Körper und spirituelle Magie. Geist. 500? Ja, komm. Muss ich früher oder später eh kaufen. Erste Hilfe. Bolzen, was ist das denn? 8 Schadenspunkte. Pro 1 bis 2 in Körpermagie. Ist gar nicht mal so schlecht. Segen, erste Hilfe. Präzision. Heilende Hände. Mhm.
Naja, gut. Glückstage ist ganz nett, aber bringt's mir nicht wirklich. Bolzen, aber Zauberpunkte sind 4, ist ganz schön viel. Das lasse ich erstmal. Was mir gerade noch einfällt. Ach so. Das ist ein bisschen doof mit der Musik manchmal. Ich will eigentlich. Ah, ja, also. Ich zeige euch jetzt mal was. Ich save mal. Ich springe hier rüber. Achtung. Genau, da kommen nämlich auf einmal die Spinner an. Moment mal, ich habe mir gar nicht ein Stärke-Upgrade geholt. Das ist egal. Wird schon gehen. So. Jawohl, alles klar. So, jetzt kommen von hier hinten schon die nächsten Spinner. Okay. Lass mal. Könnte ich. Vielleicht mache ich es einfach anders. Ich laufe nach hier. Und mache die einfach einzeln. So. Das mache ich jetzt so lange, bis die ganzen Typen rübergekommen sind. Und dann kann ich sie einzeln abgreifen. So. Jetzt müsste gleich mal der Rot kommen. Da ist er. Ich will mal gerade was gucken. Und zwar 1962. Ich will mich gerade mal gucken, wie viel Erfahrungspunkte der Typ gibt. Ich glaube, den sollten wir besser nicht an uns ranlassen. Ah, ich mache auch ganz schön wenig Schaden dagegen. 1962. Moment, das heißt, ich habe 50 bekommen. Ja, doch. Das heißt, die Erfahrung teilt sich genau auf, weil ich habe gelesen, dass der 200 Erfahrungspunkte gibt. 40 Gold, ist nicht schlecht. Da ist schon fast kein Mana mehr. Naja, gut. Naja, gut. Ich bin nicht schon fertig. Ja, und ich halte die Taste drücken. Die werden schon irgendwann umfallen. Aber man sieht. Es ist so schlecht. Ohne diesen Stärkebonus mache ich so wenig. Mache ich so wenig Schaden. Schaden 1 bis 5. Ja. Sonst meine Schaden 1. Schön. Ach, und die hier sind noch schlechter, weil. Schaden 1, ernsthaft? Ja, weil die wahrscheinlich Stärke 7 haben und die andere hat 8. Ernsthaft? Das ist genau dieser Punkt, wo es einen besser wird. Und die hat natürlich mehr Geschick. Ja, das ist ungünstig. Ah, jetzt geht das hier wieder los. Ja gut, okay, Geist hätte ich mir jetzt noch nicht kaufen müssen. Aber andererseits, hey. Früher oder später muss ich es ja eh machen. So. Hoffentlich explodiert nicht wieder alles. Nein, das ist schön. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, wo ist noch Platz? Wo geht noch was? Ah, sehr schön. Hey, ich weiß nicht. Kann ich die überhaupt schon verwenden, wenn ich die nicht identifiziert habe? Weiß ich gar nicht. So, hier, das ist jetzt verlassener Tempel. Was ist denn das hier hinten? Seltsame quietschende Geräusche erschallen von hinter der Türe. Einst war dies ein Tempel von Ba, aber ein übler Fluch hat die Bewohner vertrieben. Daumen hoch. Ja, like. Gefällt mir. Oh Mann. So, damit. Whee! Hätten wir das ja eigentlich auch schon. Dann müsste ich jetzt. Ja, ja, ich gehe nochmal nach hier hinten gucken. Die Magie von Feuer. Brauche ich hier irgendwas? Nein. Wasser und Erde. Weil es kann sein, dass es was Neues gibt. Elektroschock. Nee, gar nichts. Dann bin ich ja hier soweit fertig. Wie gesagt, dann würde ich tatsächlich jetzt überlegen, nach Mist zu fahren, um die letzten, naja, ja, nochmal 900 Erfahrungspunkte. Da gibt es nämlich eine Menge leichter Gegner. Und ich hatte mir eigentlich ja überlegt, erst die Dungeons zu machen, wie gesagt, aber... Brauchst du ein Pferd?
Eigentlich wäre es auch sinnvoll, wenn ich jemanden für Handel und Erkennen und alles andere hätte. Aber die machen eh erst abends auf. Na, ich laufe hier rüber und werde mal sehen, ob ich mit der Odyssee nicht fahren kann. Hoffentlich geht das. Nein, dann muss ich bis Sonnenaufgang warten. Willkommen an so, Bord. Jetzt sind sie alle schlapp. Macht aber nichts, kostet 100 Gold. Ich speichere mal auf dem LP und willkommen dann... Willkommen an Bord, die Planke und hisst die Segel. Ja, ist klar. So, es geht gleich los hier hinten. Da sind schon die Spinner. Hier sind Anhänger von Bar und dahinter müsste auch Abenteuer heißt das hier. Ist ja auch sehr schön. What? Da, diese Explosion gerade, das sind... Mal gucken, wo sind sie? Der da. Mystiker von Bar. Auf jeden Fall... Okay, Schiff, was du da machst, ist merkwürdig. Uiuiui. So, was haben wir hier? Die Willkommen auf den... Hier wird es übersetzt mit Willkommen auf den Nebelinseln. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Ja, der macht Stress. 6 Punkte, 2 Punkte. Die machen immer sehr lustige Geräusche. Das sind also die Anhänger von Bar. Also dieser mysteriöse Kult, der hier angeblich so viel Stress macht und so. Ich meine, ich kann verstehen, warum die Leute das nicht mögen, wenn der so abgefahren ist. Hey! Ja. So. Naja, gut, dann schieße ich sie halt von hier ab. Hey! So. Oh, geben wir ihm einfach alles, Hauptsache er fällt. Jawohl. Gut, dann ist nämlich Ruhe hier im Karton. Und dann muss ich jetzt noch hier hochgrägen, wie man ja so schön sagt. Ja, doch mit ein bisschen springen könnte es. Ah, es funktioniert. Ja, ich könnte auch außen rumgehen, aber hey. Ach ja, hier sind übrigens auch noch die anderen Gilden für Feuer und so weiter. Die spezialisierten Basisgilden allerdings. Bei dem anderen war ja einfach nur alles zusammen. Und die da sind jetzt spezielle. Oh, hallo. Suchauftrag. Anhänger von Bar und eine Bande von Taschendieben haben Mist von den nördlichen Inseln aus überfallen. Sie kamen durch einen Teleporter im Nordwesten der Insel. Ich aktiviere den Teleporter, sodass du auf die Insel gelangen kannst und loswerden kannst. Ja. Ach mal, Mystiker. Ja. Aber, nee. Twillen. Der größte Magieforscher seit der Stille. Ja, Stille ist irgendwie irgendwas, so eine Zeiteinteilung, die sie sich hier ausgedacht haben. Twillens Alter hat ihn aber letztendlich doch noch eingeholt. Das letzte, was ich von ihm hörte, war, dass er einen Weg suchte, seine Jugend wieder zu erlangen. Aber ich denke, nicht einmal er kann ihn auf der Tour aufhalten. Tatsächlich ist das eine Quest, die man machen kann. Aber was mir gerade einfällt, die letzte Aufnahme war tatsächlich etwas lang geraten und das hat nicht so richtig funktioniert, wie es sollte. Na gut. Basisgilde ist geschlossen. Feuer. Wie spät ist? Ja, Moment, das kriegen wir doch hin, oder nicht? Das war zu lang, egal. Nur für Mitglieder. Komm ich nicht rein. Aus dem Trog trinken, keine gute Idee. Die sind alle irgendwie suppig hier. Blaue Flüssigkeit, Moment. War jetzt blaue Flüssigkeit, Charisma? Yeah. Oh, hallo. Was haben wir denn hier? Hellseher. Bringt oh, hallo. Was? Und ich kann dein Glück für einmalig 400 Gold und 4% des Goldes finden verbessern. Die sechste Sinnfähigkeit wird für jeden Charakter um 5 Punkte und das Attribut Glück um 10 Punkte erhöht. Das finde ich gerade gar nicht mal so schlecht, denn es gibt nur wenige Stellen, wo man sechste Sinn wirklich braucht, wie ich ja gesagt habe. Aber da, wo man es braucht, braucht man schon einen etwas höheren Wert, sodass das eigentlich eine sinnvolle Sache wäre. Hallo. Calvin Black. Das ist so ein Hagrid oder sowas. Hallo. Duellantenecke. Ja. Tausend Dank. Machen wir doch mal. Ich muss jetzt mal hier die ganzen Sachen, mal die Mitgliedschaften hallo. Abgreifen. Hier oh, hallo. Raus. Im Seeräuberlager, ja klar. Bin ich schon Mitglied, haben wir ein neues Orpigal nämlich schon gekauft. Ha, aber hier oben gibt es sicherlich noch ein paar mehr Mitgliedschaften. Halt, was war hier noch was? Hier. Hallo. Erinnerung. Jahrelanges Praktizieren der hohen Zauberkunst kann die Erinnerung eines Zauberers nachhaltig schädigen.
Und es gibt keine Heilung dafür. Und wenn es eine Heilung gäbe, das Opfer könnte sich vermutlich nicht daran erinnern, sie anzuwenden. Ein Huggerbruder oder Haggerbruder. Seemann. Diese Typen, Hagger-Typis, mit diesem Gesicht gibt es mehrfach im Spiel. Ich weiß nur nicht warum. Zentrum für Rüstungshandel. Aber hey, wir haben eh kein Geld dafür. Der armlangen Speere. Was hat das keinen Namen? Insel Test Center. Okay. Tempel der Nebelinsel. Rathaus. Geschlossen. Ah, natürlich. Was gibt's denn hier? Geschlossen. Hexenbrauerei auch zu. Eieiei. Was habt ihr hier? Veronikas Lagerhaus. Kaufst du etwas oder siehst du dich nur um? Veronikas Lagerhaus und da ist Bob, hey, Namensvetter, ist da drin. Kaufen. Bob verkauft aber nur Schund. Die Reserve. Hier hinten, da kommen noch ein paar Sachen. Hallo. Meister der Meditation. Gegner. Ja, es ist wichtig, mit Monstern zu kämpfen, die deiner Stärke entsprechen. Wenn du auf zu schwache Kreaturen angreifst, lernst du nichts. Und wenn du zu starke Kreaturen angreifst, läufst du Gefahr, getötet zu werden. Ja, genau. So, hier. Oh, hallo. Ah, hier, für 50 Gold. Meister der Wassermagie. Oh, hallo. Meister der Luftmagie. Und zufällig. Hallo. Meister der Feuermagie. Tausend Dank. Meisterin Jezebel. Jezebel. Wer bist denn du? Unterhändler. Zacharia. Hier oben ist noch eine Sache, wo wir später hinkommen. Silberhelm-Vorposten. Dieser Posten fungiert als... Fungiert. Ich finde gerade das Wort lustig, weil Fungus doch irgendwas mit Pilz zu tun hat. Aber gut, das nur mal am Rande. Als Vorposten der Ordensbruderschaft von Silver. Von hier aus können sie Mist auf ihrem Feldzug gegen das Böse überwachen. Ja, was man sich jetzt wahrscheinlich schon... Nein! Oh, wo sind wir? Scheiße. Ja. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach nochmal eben neu.